In diesem Video möchten wir Ihnen einmal das von uns entwickelte Wirbelstromverfahren unserer Luft-Luft-Wärmetauscher im Detail etwas genauer vorstellen. Anhand der nächsten Grafiken können Sie sehen, wie dieses Verfahren arbeitet. Die Zuluft tritt in den Wärmetauscher oben links, siehe blaue Markierung, ein, die Abluft unten, siehe rote Markierung. Zur gleichmäßigen Durchspülung des Tauschers auf der Zuluftseite sind Zuluftlenkelemente eingearbeitet, die sicherstellen, dass sich der Tauscher absolut gleichmäßig füllt. Gleichzeitig werden die Druckverluste reduziert und der Wirkungsgrad wird weiter verbessert. Bereits im Einlass- und Auslassbereich wird Wärme auf die Zuluft von der Abluft übertragen. Die Abluft wird beim Eintritt in den Wirbelstrombereich in Rotation versetzt. Insgesamt wird sie 6-mal um die eigene Achse gedreht, um den Wirkungsgrad des Tauschers weiter zu optimieren. Durch diese Rotation wird immer mehr Energie von der Abluftseite auf die Zuluftseite übertragen. Die Zuluft wärmt sich in dem hochaktiven Wirbelstrombereich immer weiter an. Abluft- und Zuluftvolumenstrom werden im Gegenstromverfahren aneinander vorbeigeführt, siehe grüne Pfeile. Die rückgewonnene Energie aus der Abluft geht mehr und mehr in die Zuluft über. Nach dem Passieren des hochaktiven Wirbelstrombereichs treten beide Volumenströme wieder in den Ein- und Auslassbereich. Die Zuluft muss wieder um 90 Grad umgelenkt werden. Luftlenkelemente sorgen auch hier für geringe Druckverluste, siehe grüne Pfeile. Die Wärmeabgabe der Abluft an die Zuluft ist beendet. Die rückgewonnene Energie wird dem System wieder zugeführt.